So, dies ist der zweite Teil zu den Parser-Kombinatoren. Jetzt geht es wirklich um die Kombinatoren und nicht mehr um ein Intro. Um Parser-Kombinatoren schreiben zu können, muss man erstmal wissen, was eigentlich ein Parser sein soll. Und deswegen definiere ich jetzt einfach mal den Typ eines Parsers. Normalerweise möchte man einfach sowas wie Strings in irgendwas verwandeln. Also Text als Eingabe wird in irgendwas anderes verwandelt. Strings sind hier ein bisschen unpraktisch. Ich nehme da lieber sowas wie Character List. Und wenn man noch nicht weiß, was für Zeichen man jetzt konkret haben will, ob das jetzt Int, Char oder sonst was sein soll, dann lässt man das hier einfach frei. Und schreibt stattdessen eine Typvariable hin, für die man alles Mögliche einsetzen kann. Jetzt vertausche ich mal die Namen hier. Also eine A-List bekommt man und irgendein B will man rausbekommen. Gut, was ist, wenn jetzt zum Beispiel zu viel eingegeben wurde und man sich nur für ein bestimmtes Objekt am Anfang interessiert? Zum Beispiel, wenn man jetzt diese Definition hier parsen würde und man wäre nur an dem Teil vor dem Ist-Gleich interessiert, dann müsste man ja irgendwie nach dem Parsen noch kommunizieren, dass der Rest übrig geblieben ist. Und das macht man einfach, indem man eine A-List noch ins Ergebnis mitpackt. Es kann vorkommen, dass Parser nicht erfolgreich sind. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel irgendwie sowas hinschreibe, dann würde der OCaml-Parser rummeckern. Und rummeckern bedeutet fehlschlagen. Und fehlschlagen heißt hier jetzt, dass nichts rauskommt. Deswegen bekommt das Ganze einen Option-Datentyp als Ergebnis. Und das ist jetzt der Typ des Parsers. Die Typparameter muss ich extra noch hinschreiben in der Definition. Und jetzt sind die Parser definiert. Jetzt kann man anfangen, welche zu schreiben. Jetzt könnte man zum Beispiel schreiben einen Alpha-Parser. Und zwar einen ganz konkreten, der arbeitet auf Zeichenketten. Also ist A Character. Und er gibt dann auch einen Character zurück. Der nimmt eine Zeichenkette mit Function. Und wenn vorne ein C steht und danach Cs kommen, dann prüft er, ist Alpha C. Falls das der Fall ist, dann kommt C mit den restlichen Cs raus, ansonsten kommt nichts raus. Das kann man übrigens schöner schreiben mit Pattern Guards, indem man diese Bedingung hier, ist Alpha C, hier hinschreibt. Dann kann man sich das hier sparen. Und dann wird zusätzlich zu diesem Pattern geprüft, ob die Bedingung nach dem When zutrifft. Und in allen anderen Fällen kommt None raus. Okay, mal sehen, ob das kompiliert. Es kompiliert. Jetzt könnte man den Alpha-Parser mal testen. Und zwar auf Explode ABC. Und es kommt raus. Sum. Das heißt, es liegt ein Ergebnis vor. Es ist A und der Rest der Eingabe ist B und C. Schauen wir noch an, was rauskommt, wenn irgendwie kein Buchstabe dran steht. Dann kommt None raus, was so viel heißt wie Fehlschlag. So, das ist nicht besonders abstrakt, was ich hier gemacht habe. Deswegen kommt das gleich etwas abstrakter. Erstmal dieses, also ganz als erstes lasse ich mal diese Typannotation weg, die sorgt eher für Konfusion, weil es zu aufgebläht ist.
dieses isAlpha ist eigentlich nur ein beliebiges Prädikat, und was ich gemacht habe mit diesem Alpha-Parser ist, ich habe dieses Prädikat in einen Parser verwandelt. Jetzt könnte man sagen p für Prädikat und das zu einem Parameter machen, und dann nenne ich das mal anders, nenne ich das mal check, check p. Das heißt so viel wie prüfe p, und das ist dann jetzt ein beliebiger A-B-Parser. Das müsste auch kompilieren. Und diesen Alpha-Parser, den ich jetzt mal nur Alpha nenne, könnte man bekommen als check is Alpha. Bei so Parser-Kombinatoren empfiehlt es sich, diesen Listenparameter immer hinzuschreiben. Ansonsten kann man unter Umständen Probleme mit Nichtterminierung bekommen, wenn es dann an kompliziertere Parser-Kombinatoren geht, wie repeat. Da sollte man in OCaml diesen Listenparameter immer explizit dastehen lassen. Gut, was hat man jetzt davon, dass man das so generisch gemacht hat? Man kann es auf andere Sachen auch noch anwenden, zum Beispiel auf die Digits. Habe ich ja im letzten Video gezeigt, dass diese isDigit oben alle schon implementiert sind. Oder space, isSpace oder punctuation. So, also einmal allgemein von einem Prädikat in einen Parser verwandelt, dann kann man das für alle beliebigen Prädikate machen. Und diese Parser arbeiten jetzt mit A gleich B gleich Character, also nur auf Zeichen. Sowas braucht man eigentlich eher nicht direkt für Parser, sondern mehr für Lexer. Lexer ist eine einfache Vorstufe des Parsens. Dazu kommt dann das nächste Video. In diesem Video erkläre ich erstmal nur die Kombinatoren. Check war also der erste. Jetzt eine spezielle Anwendung von Check interessiert noch, die nenne ich expect, wie erwartet. Und dann ein bestimmtes C wird in den Cs erwartet. Und das heißt nichts anderes als, es wird gecheckt, dass das Zeichen der Eingabe gleich C ist. Den Typ kann man sich dann anschauen. Ein A kommt rein, das ist das, was erwartet wird, in der A-Liste. Und wenn dieser Parser erfolgreich ist, kommt dieses A genau in der ersten Komponente des Tupels zurück. Also expect A in der Liste A, gibt genau das A zurück. Und wenn es nicht kommt, dann schlägt der Parser fehl. Okay, nun einer der häufig verwendeten Kombinatoren ist die Alternative. Alternative bedeutet, entweder ein Parser P liefert ein Ergebnis, oder wenn der fehlschlägt, kommt ein Parser Q zum Zug. Und erst wenn der dann fehlschlägt, dann schlägt der Gesamtparser fehl. Und das schreibe ich als so einen dreifach senkrechten Strich. Dann zwei Parser. Ein A-B-Parser. Das wird jetzt etwas größer wegen den Typen. Dann noch ein A-B-Parser. Und das Ergebnis ist ebenfalls ein A-B-Parser. Und jetzt kommt der Parameter C, ist also die Zeichenliste rein. Und wie implementiert man das? Als erstes wendet man den Parser P an. P wird auf Cs angewandt. Und je nachdem, was da rauskommt, muss was gemacht werden. Also Pattern Matching auf PCs. Angenommen, es kommt ein Ergebnis raus,
und ein Rest der Eingabe, der übrig geblieben ist. Dann ist das schon das Ergebnis. Erst wenn der Parser fehlschlägt, der Parser P, dann wird das Ganze nochmal... Nein, dann wird einfach nur Q angewandt. P ist fehlgeschlagen, Q kommt zum Zuge und wenn Q fehlschlägt, müssen wir nicht mehr drauf matchen, dann schlägt der gesamte Parser fehl. Okay, dass das hier alles Parser sind, das ist glaube ich klar, deswegen mache ich die wieder weg, die Typannotationen. Die stören irgendwie nur in der Optik. Dann kann ich das Cs auch direkt hier oben hinschreiben. Und dann sieht man schon, wie einfach diese Alternative eigentlich aufgebaut ist. Zwei Parser, eine Liste. Erst wird P angewandt. Wenn das ein Ergebnis liefert, dann schön und gut. Könnte man übrigens auch so schreiben, dann wird es nochmal einfacher. Und wenn nichts rauskommt bei P, dann kommt halt Q. Okay, gleich ausprobieren. Ich baue mal den Parser expect true, T für true, sage ich mal, und expect F für false. Und Eingabe ist explode F foo. Der Parser expect T schlägt fehl, weil der erste Buchstabe ein F ist, aber expect F liefert ein Ergebnis und das schreibt dann die erste Komponente, den Rest der Eingabe lässt er hinten stehen. Wenn T erfolgreich ist, dann, wenn expect T erfolgreich ist, dann kommt halt T in die erste Komponente. Und wenn keiner erfolgreich ist, dann ist der gesamte Parser nicht erfolgreich. Okay, nun nehmen wir mal an, statt T und F will man im Ergebnis des Parsers true oder false haben. Dann muss man doch eine Funktion auf die erste Komponente anwenden, wenn der Parser erfolgreich ist. Und genau darum kümmert sich der nächste Kombinator. Den schreibe ich so mit drei größer Zeichen. Kommt ein Parser P, eine Funktion F, die angewandt werden soll, und wieder das Cs. Und zunächst wird wieder P angewandt. Und im Falle, dass ein Ergebnis zurückkommt, mit irgendeiner Resteingabe, dann wird F auf das Ergebnis angewandt und die Resteingabe bleibt so, wie sie ist. Und None bleibt None. Also Fehlschlag ist Fehlschlag. Die Funktion wird nur auf das Ergebnis, wenn es denn vorliegt, angewandt. Okay, schauen wir uns nochmal diesen Parser hier an. Also expect T. Und jetzt benutzen wir diesen Kombinator. Und jetzt müssen wir hier rechts eine Funktion hinschreiben, hier, die so ein Ergebnis transformiert. Was kann dieses Ergebnis nur sein? Expect T liefert ja nur als Ergebnis das T selbst zurück. Also kann es uns gleich mal wurscht sein, was da rauskommt. Das ist ET. Und dann setzen wir an die Stelle mal True. Dann das müssen wir leider klammern. Dann kommt das. Dann kommt die Alternative. Machen wir das Ganze nochmal mit expect f. Und jetzt haben wir so einen witzigen Parser, wenn ich die Klammer nicht falsch gesetzt hätte gerade. Gut. Und die erste Komponente ist jetzt vom Typ bool. Das heißt, es ist nicht mehr ein char-char-Parser, sondern ein char-bool-Parser.
Wiederhole ich nochmal die Eingabe. Wenn ich jetzt hier pcharul-parser eingebe, dann prüft er den Typ und das stimmt. Also er liefert keinen Fehler. Es hat tatsächlich diesen Typ. Und wenn man den Parser p jetzt anwendet, foo, dann f, heißt expect f, trifft zu, und dann kommt false hin in die erste Komponente und das sieht man hier auch im Ergebnis. Bei t kommt true hin und wenn man irgendwas anderes eingibt, kommt immer noch der Fehlschlag raus. So, eventuell möchte man mehrere Werte hintereinander parsen, dann kommt der nächste Kombinator zum Einsatz. Den nenne ich jetzt hier mal dreifach Stern. Und der entspricht der Konkatenation, nur halt beim Parsen umgedreht. Da braucht man wieder zwei Parser, die nacheinander geprüft werden. Und die Liste nicht vergessen. Also als erstes wird Cs angewandt, p auf Cs angewandt. Wenn das erfolgreich ist, mit einem Ergebnis p und einer Resteingabe, ja, die nenne ich hier mal csp, dann wird q jetzt nicht auf Cs wieder angewandt, sondern auf den Rest nach dem Parsen von p, also auf csp. Dann kommt hier eventuell ein Ergebnis mit Q raus, mit einer Resteingabe nach dem Parsen von Q. Und wie sieht jetzt das Gesamtergebnis aus? Es wird ein Paar aus Ergebnis P und Ergebnis Q. Und Rest ist das, was nach Q übrig bleibt. Ansonsten kommt immer None raus. Und das ist schon dieser Dreifach-Stern-Operator. Verkettung, Hintereinanderschaltung von Parsern. Erst der eine, dann der zweite. Was man hier jetzt machen kann, ist, dadurch, dass man diese Variable Cs nennt und dann hier wieder Cs benutzt, dadurch versteckt man quasi den Parameter hier oben. Und es besteht gar nicht mehr die Gefahr, dass man Q auf das falsche Cs anwendet, also auf das hier oben, weil diese Variable das Cs von oben verdeckt. Und das mache ich jetzt hier mal auch im Endergebnis. Also mit diesen Cs ist jetzt das Cs aus dem Pattern gemeint und nicht das von oben aus der Argumentliste des Kombinators. Okay, genug gespeichert. Und dadurch, dass ich die Typsignaturen nicht explizit hingeschrieben habe, macht er auch hier aus diesem Typ immer keine Abkürzung. Das heißt, man sieht jetzt hier nicht Parser im Typ. Macht aber nichts. Wenn man das so prüft hier, das ist ein AB Parser, dann ein CB-Parser. Ah ne, Moment, die Liste war die gleiche. Also ein AB und ein AC-Parser. Dann kommt raus ein A und B mal C-Parser. Das müsste stimmen. Genau. Ein AB-Parser kommt rein und ein AC-Parser. Und dann kommt ein A. Ein ABC-Parser zurück. So, der Parser P ist noch da. Und der hat T und F in der Eingabe erkannt. Und in True und False verwandelt. Was passiert jetzt, wenn man den zweimal ausführt?
Wende ich den einfach mal an. TF. Dann bekommt man hier etwas schwer zu lesen. Das hier. True, false. T hat er erkannt, in true verwandelt. F hat er erkannt, in false verwandelt. Und das geht beliebig so weiter. Hier muss man jetzt darauf achten, dass diese Operatoren anscheinend rechts geklammert werden. Das bedeutet, wenn man das hier so einfach hintereinander weg aufschreibt, dann entsteht nicht ein großes Triple, sondern ein Paar aus einem ersten boolschen Wert und die zweite Komponente ist wieder ein Paar aus zwei boolschen Werten. Das heißt, aus dem TFT wird jetzt True und dann noch ein Tuple mit False und True. Darauf muss man ein bisschen aufpassen, wenn man sowas hinschreibt. Am meisten spart man sich die Verwirrung, wenn man die Klammern explizit setzt, also wenn man hier vorne zum Beispiel die Klammern setzt, dann wird es garantiert so geklammert, wie man es erwartet. Okay, jetzt zum billigsten Parser überhaupt. Der heißt empty und der macht nichts außer Unit zurückgeben und die Liste unverändert zu lassen. Ein wahnsinnig spannender Parser. Da kann man sogar den Typ wieder explizit angeben. Kann man eigentlich immer, muss man aber nicht. Hier stört es halt auch nicht von der Optik. Und zwar ist es ein A-Unit-Parser. Na, sieht nicht wirklich hässlich aus. Gleich ausprobieren hier den super spannenden Parser. Empty auf die leere Liste, funktioniert. Keine Eingabe, trotzdem ein Ergebnis. Ja, was soll der Käse? Jetzt kommt der nächste Kombinator und der benutzt nämlich das Empty, sonst wäre es ja totaler Schwachsinn. Und zwar geht es jetzt darum, eine ganze Liste, also nicht einfach nur zwei für ein Paar, sondern eine ganze Liste von Werten zu erhalten aus einem Parser. Also immer wieder so lange den Parser anwenden, bis er fehlschlägt. Und das nenne ich mal repeat. Und repeat bekommt als Argument den Parser und wieder das Ziel. Und den setze ich jetzt zusammen mit Parser-Kombinatoren. Dazu mache ich mal ein paar Klammern auf hier. Also, erst soll P geparst werden. Dann soll Repeat P angewandt werden. Also muss das rekursiv sein. Dieses Ding parst jetzt ein Paar. Das will ich nicht, deswegen Pattern matche ich auf dieses Paar. Das erste ist ein X, das zweite ist eine Liste, weil Repeat eine Liste zurückgibt. Und das X soll jetzt vorne an die Liste dran. Okay, für dieses hier vorne ist notwendig, dass P nicht fehlschlägt. Ich will aber auch explizit erlauben, dass ein Fehlschlag auch zum Erfolg führt. Also ich mache empty und da soll aber nicht Unit rauskommen, sondern die leere Liste und deswegen benutze ich diesen Dreifach-Pfeil-Operator. Das Ganze wird angewandt auf Cs und das schreibe ich hier oben gleich hin, damit man das gleich merkt, dass das Cs nur dafür da ist, damit der Parameter da ist. Der eigentliche Parser steht hier. Also nochmal, P wird angewandt und danach wird wieder Repeat P angewandt und im Ergebnis wird das X vorne an die restlichen Ergebnisse rangehängt. Oder der Parser schlägt fehl. Und hier muss man jetzt wirklich aufpassen, dass man das nicht andersrum macht. Denn wenn man das empty an die erste Stelle setzt, dann kann man sich das alles sparen.
denn dann wird immer empty erkannt. Empty kann nicht fehlschlagen. Das heißt, dann würde die zweite Alternative nie zum Tragen kommen. Also Reihenfolge bei dieser Alternative ist wichtig. Und sie muss hier so sein, dass das empty in der zweiten Komponente steht. So, und repeat nimmt einen Parser, das hier ist ein Parser, dann und gibt einfach einen Parser zurück. Mal sehen, was unser p bei repeat so anstellen kann. Also repeat p getestet auf explode tft tfftt bla. Da kommt raus true, false, true, false, false, true, true. Und der Rest kommt wieder in der zweiten Komponente. Gut, wenn da jetzt nur bla gestanden wäre, wäre auch ein Ergebnis rausgekommen, halt die leere Liste. Manchmal möchte man das echt nicht haben und dann schreibe ich noch repeat 1 pcs und das ist eben p und dann repeat, also nicht rekursiv. Nicht rekursiv, denn das ist repeat und nicht repeat 1. Und dann das gleiche wie oben. XXs. Na, Witzwald. Und Cs wird da einfach reingejagt. Warum habe ich eigentlich zwei Klammern? Das ergibt nicht viel Sinn. Ein Klammerpaar zu viel. Ja, so viel zu Repeat 1. Einfach das hier mal mit 1. Das funktioniert nicht. Es muss mindestens ein T oder ein F vorne kommen. Aber das hier funktioniert nach wie vor. Okay, jetzt schaue ich nochmal, was an Kombinatoren alles da war. Beziehungsweise alles da ist. Der Checkparser ist da, der überprüft, ob ein Prädikatzug trifft und dann ein Ergebnis liefert. Das heißt, er verwandelt einfach ein Prädikat in einen Parser, expect, baut einen Parser, der genau ein Zeichen erwartet, ein Zeichen C. Die Alternative, damit kann man mehrere Möglichkeiten zulassen, entweder P oder Q. Dann dieser Pfeiloperator, bei dem eine Funktion f auf das Ergebnis eines Parsers p angewandt wird, wenn es denn vorliegt, das Ergebnis. Dann die Hintereinanderschaltung von Parsern, wo erst Parser p angewandt wird. Wenn der erfolgreich war, wird Parser q auch noch angewandt. Und wenn der auch erfolgreich war, dann kommt ein Paar als Ergebnis zurück. Dann der langweilige Empty Parser, der nur Unit in die Ausgabe schreibt und dann nichts mehr macht. Repeat, was wiederholt einen Parser anwendet, solange bis es nicht mehr geht. Und Repeat 1, was im Prinzip das gleiche macht, nur dass mindestens einmal das P kommen muss. So, man kann noch mehr sinnvolle Parser-Kombinatoren schreiben, aber das reicht erstmal für diesen Screencast. Im nächsten Video geht es dann darum, wie man sich aus solchen Parser-Kombinatoren einen einfachen Lexer zusammenbaut.